Hallo, hallo, Ben Wellen hier und willkommen zu meinem YouTube-Channel. Und heute reden wir mal wieder über die berühmt-berüchtigten Peptide. Und zwar nochmal über BPC-157 und TB-500, die Heilpeptide, die Wunderpeptide, ja, so kann man sie wirklich nennen. Ja, warum macht der Ben jetzt schon wieder ein Video über TB500 und über BPC157? Naja, weil ich einige alte Videos löschen werde, weil die Information vor 2 Jahren vielleicht nicht so war, wie sie jetzt ist. Warum, wieso, weshalb? Naja, ich spreche halt aus Erfahrung. Und Erfahrung, wenn man mit 500 Leuten zusammenarbeitet, die Peptide nehmen, ändert sich ja auch ständig und man lernt neue Dinge dazu. Und ja, deswegen gelten vielleicht einige Sachen nicht mehr so 100%, wie ich in älteren Videos gesagt habe, weil ich jetzt einfach mehr Data habe beziehungsweise mehr Feedback von den Leuten, die diese Dinge genommen haben. Und somit kann ich euch wirklich sagen, das ist jetzt 100% Sache bei TB500 und BPC-157. Also als erstes möchte ich euch ans Herzen legen, dass ihr bitte Bakteriostatikwasser in der Zukunft benutzt. Manche Peptide nicht unbedingt, aber für die meisten doch. Und alles, was über eine Woche geht, sowieso, nehmt nur noch Bakteriostatikwasser. Da kann ich euch die Garantie geben, dass ihr auch 100% den Erfolg habt, den ihr gerne hättet. Weil manche Wasser werden schon mal öfters so Wasser für Injektionszwecke und so. Das ist nach 48, 72 Stunden halb tot. Ne? Also deswegen, manche Peptide kann man eh nur mit Bakteriostatikwasser nehmen, wenn es soweit ist. Wenn ihr mich fragt, gebe ich euch natürlich dementsprechend die richtige Antwort. So, jetzt kommen wir mal zu, wohin fangen wir denn an? BPC 157. Aber ich muss erst was anderes sagen. Viele Leute schreiben mich an und sagen, hey, ich habe jetzt eine OP und ich will unbedingt TB500 direkt danach nehmen, damit es schneller heilt. Könnte man meinen, ist korrekt, es gibt nur ein Problem. TB500 ist so ein Superheiler, so ein super schneller Superman-Heiler, dass es zu Problemen kommen kann, wie zum Beispiel Verklebungen, ja, oder starke Vernarbungen und so weiter und so fort. Und wenn ihr, je nachdem, welche OP das war, wenn zum Beispiel bei euch im Knie rumgefummelt haben oder irgendwas in der Schulter oder so und ihr nehmt direkt danach TB500, dann kann es wirklich zu Verwucherungen führen oder sagen wir mal, die haben euch den Blinddarm rausgeholt, ah, keine Ahnung, irgendwas in der Richtung, habt ihr euch aufgeschnitten. Dann kann es wirklich zu Verwucherungen führen, weiß ich aus erster Hand von jemandem, mit dem ich zusammenarbeite, so. Lasst es bitte sein, die ersten 2 Wochen. Und jetzt hört mir genau zu, weil viele hören ja immer nur den, ne? Tic-Tac-Mode. Oh, ich höre mal das bisschen und das bisschen. Hört zu, hören. Bei einer OP, die ersten 2 Wochen kein TB500 nehmen, aus den besagten Gründen. Danach schon. Unbedingt. Absolut. Das Beste nach einer OP. Was macht man in den ersten 2 Wochen? Man nimmt BPC-157, auch für eine schnellere Heilung, aber da ist diese Verklebung, Verwucherung, starke Vernarbung einfach nicht so gegeben. Deswegen seid auf der sicheren Seite, die ersten 2 Wochen BPC-157 und dann umschwenken zu TB500. Okay, das schon mal ganz wichtig. So, was kann BPC sonst noch? Ich weiß, es gibt viele Videos da draußen und viele auch Profi-Bodybuilder sagen, ah, das ist so und so und so. Nochmal, ich arbeite mit über 500 Leuten zusammen mit Peptiden und höre täglich
das Feedback. Okay? Wenn was so geht, in die eine Richtung oder in die andere Richtung oder wie auch immer. Also bitte, wenn ich etwas sage, glaubt es mir. Zuletzt hat wieder einer gesagt, ja, da gibt es sowas für die Nerven. Und dann sage ich, pass mal auf, nimmst du Seemax? Nee, Seemax ist doch nur für Dementia, also Alzheimer und so nach einem Schlaganfall. Und ich sage, nee, Seemax stellt auch die Nerven wieder her. So wie es auch Gehirnzellen wiederherstellen kann, stellt es auch Nerven her. Ja, nein, das habe ich irgendwo gelesen. Also, sorry, wenn ich jetzt ein bisschen sidetracked bin. Nochmal, möchte ich ganz kurz nochmal drauf eingehen. Habe ich irgendwo gelesen. The power of the written word. Kennt ihr das? Die Macht des geschriebenen Wortes. Ich hole mir jetzt einen Hunsenkunst von der Straße, der noch nie in seinem Leben trainiert hat, und sage, hey, komm mal her, wir schreiben jetzt ein Buch über Bodybuilding. Dann setze ich den dahin. Dann sagt er, was soll ich schreiben? Was du willst. Dann schreibt er jetzt ein Buch, der hat keine Ahnung vom Nichts über Bodybuilding. Ja? Und das Buch kommt dann raus und da steht totaler Schwachsinn drin. Aber irgendeiner liest das und sagt, naja, komm, was du sagst. Ich habe das in einem Buch gelesen. Na, dann muss das ja stimmen. Es gibt keine Qualifikation, um ein Buch zu schreiben. Es gibt keine Qualifikation, um einen Artikel zu schreiben im Internet. Es gibt keine Qualifikation dafür. Jeder Hund und Kunst kann das. Also bitte, okay, Erfahrung ist das Wichtigste im Leben. Hab das schon öfters gesagt. Erfahrung ist alles im Leben. Nicht irgend so eine Scheiße, das irgendwo geschrieben wurde. Ja? Studien, die vielleicht nicht finanziert wurden von den Firmen, die das Produkt verkaufen wollen. Okay. Gut. Jetzt kommt der Ben wieder zurück zum BPC 157. Sehr, sehr gut für alle Magen-Darm-Geschichten, Magengeschwüre. Acid Reflux, ich bin einmal nachts aufgewacht, habe ich gedacht, ich ersticke. Ja, von der Magensäure kam hoch, ne? Wie heißt es auf Deutsch? Weiß jetzt nicht, Acid Reflux, wie auch immer. Ne? Kam das hoch, ich habe gedacht, ich ersticke. Das war ganz grauenhaft, ganz grauenhaft. Und das macht das BPC, dass das verschwindet, ne? Ich habe eine Frau, die war wirklich, die hat gelitten über Jahre, ist von Arzt zu Arzt gerannt und niemand konnte ihr mehr helfen, weil sie Magen-Darm-Probleme hatte. Ihr Leben war also echt scheiße. Und die hat mir so ein Dankeschreiben geschrieben, dass sie jetzt wieder ein normales Leben führen kann. Nur mit BPC 157. Also das Zeug ist absolut der Hammer. Außerdem ist es gut für eine gesunde Niere. Das heißt, es hält eure Nieren länger gesund, ganz besonders interessant für Wettkampf-Bodybuilder, die ja, wie ihr wisst ja, ne, einiges nehmen, was halt schon auf die Nieren geht. Und ihr wisst ja auch, die Leber, wenn die angegriffen ist, die erholt sich immer. Da kann man noch mit 10% relativ gut leben. Wenn die Nieren einmal kaputt sind, dann geht es euer Leben lang an die Dialyse. Oder ihr werdet früh sterben. Oder ihr braucht eine Nierentransplantation. Das wollen wir ja alle nicht, okay? So, also sehr gut gegen auch Nierenentzündungen. Und jetzt verletzungsmäßig ist es am allerbesten für die Bizepssehne. Da sind auch einige Leute, die mal schreiben, hey, ich habe eine Verletzung an der Bizepssehne, TB500. Ich sage, nein, BPC 157 ist da viel, viel wirksamer für, viel besser. Alles, was mit so Sehnenverletzungen zu tun hat, würde ich immer BPC 157 vorziehen vor dem TB500. So, ja, jetzt sprechen wir mal über TB500. TB500 hat noch eine größere Reichweite im Körper, sagen wir mal so, als BPC 157. Das heißt, es bekämpft wirklich alle und sämtliche Entzündungen im Körper. Okay, wir fangen an mit Rückenschmerzen, Bandscheibenvorfall, Nackenschmerzen, Schulterschmerzen, Ellenbogenschmerzen, Knieschmerzen und die Liste, ihr wisst ja, wenn man trainiert viele, viele Jahre, so weiter und so fort geht die Liste. Und
Dafür ist es alles perfekt, perfekt. Wie viel muss man nehmen, höre ich immer, damit man geheilt ist? Das ist so individuell verschieden und es gibt so viele verschiedene Kuren, die man machen kann. Das kann ich jedem immer nur einzeln vorschlagen, wenn ich mit ihm direkt spreche. Ja, okay, was ist dein Problem? Erzähl mir mal. Dann kann ich ungefähr sagen, okay, probier das. Bei dem einen geht es sogar schneller als das, was ich vorgeschlagen habe. Und bei dem anderen ist es dann noch nicht ausgeheilt und dann muss man eventuell ein bisschen länger machen. Bei manchen muss man auch viel höher dosieren. Ich hatte zum Beispiel 3-4 Kunden, die gesagt haben, Mann, es hat mir ein bisschen geholfen, aber noch nicht so viel. Sagen wir mal, keine Ahnung, 20-30%. Habe ich gesagt, pass mal auf, es geht mir nicht darum, zu viel zu verkaufen, sondern glaub es mir, dann bist du einer der wenigen, die nicht so eine Response hat zum TB500. Da musst du eine hohe Dosis fahren, mal 3 Wochen. Da musst du halt mal 3 Ampullen reinknallen, so 15 Milligramm die Woche für 3 Wochen. Und dann konnte ich die, Gott sei Dank, überzeugen, haben das gemacht und dann, boah, jetzt, ja, super geil, ich spüre es. So, da ist keine Faustformel da. Wir unterhalten uns natürlich, ne? Also wenn ihr meine Kunden werdet, und dann kann ich euch meine Erfahrungen weitergeben und meine Vorschläge und kann euch sagen, okay, so und so und so. Des Weiteren sind wir auch immer in Kontakt. Ihr könnt mich ja 7 Tage die Woche kontaktieren, ne? Und wir können ständig reden und dann je nachdem was angleichen oder verändern oder was auch immer. Das Schöne bei beiden Peptiden ist übrigens, dass sie auch so ein bisschen auf die Psyche gehen, in einem positiven Weg. Die gehen den Weg auf die Psyche. Gut, ja, wie auch immer. Also ihr fühlt euch psychisch einfach besser, einfach stärker, einfach, als wenn man so ein bisschen bessere Laune hat und so einen besseren Outlook ans Leben. Hab auch schon Leute gehabt, die so leichte Depressionen gehabt haben, haben dann angefangen mit Peptiden, mit BPC, TB500, was auch immer, und haben sich sofort besser gefühlt, mehr positiv, diese ganzen Sachen. Und wie gesagt, TB500 perfekt, 2 Wochen nach der OP, dann richtig rein damit, damit das, was auch immer ihr hattet, ganz schnell verheilen kann. Okay? Ihr könnt mich natürlich hier unter diesem Video, nicht unter diesem Video, sondern in den Kommentaren steht meine E-Mail-Adresse als allererstes gepinnt. Dort könnt ihr mich kontaktieren für Peptide. Okay? Ganz wichtig. Und nochmal kurz zum Bacteriostatic Wasser. Es muss ja keiner von mir bekommen. Ich kann euch gerne einen Link geben, wo ihr es woanders kaufen könnt. Darum geht es im Prinzip nicht. Es geht im Prinzip darum, dass es halt eher verwendet als andere Wasser. So, jetzt hätte ich fast vergessen, wie gut TB500 fürs Herz ist. Ben, was machst du denn? Scheiße, ja, okay. Also TB500 ist super fürs Herz. Wird leider nicht angewandt in Deutschland. Aber in vielen anderen Ländern haben die das im Krankenwagen. Wenn jemand einen Herzinfarkt bekommt, dann wird direkt 500 reingeschossen. Ja, warum machen die das? Die machen das dafür, dass die Herzmuskelzellen nicht absterben, also die Muskelfasern, ja, des Herzens, um die zu schützen, damit, weil im Herzinfarkt, ihr wisst ja, teilweise das Herz stirbt dann ab, beziehungsweise die Zellen, bla bla bla. Und wenn man TB500 sofort spritzt, vermeidet das die meisten Zellen dann auch absterben. Also wenn man sowieso irgendwie eine Krankheit am Herzen hat, sollte man sowieso ständig eine kleine Dosis TB500 fahren, wahrscheinlich bis zum Rest eures Lebens, weil ohne Herz läuft nichts, dann sei er tot. Ne? Also da muss man auch schon mal ein bisschen investieren. Wir investieren so viel Scheiß in allen möglichen anderen Kram. Dann kann man auch mal ein bisschen was fürs Herz tun, besonders wenn man jetzt irgendwie vorbelastet ist, irgendwas am Herz hat. Ich hatte zuletzt mal mit Epitalon auch gesagt, wie gut es fürs Herz ist. Also wenn ihr jetzt so eine Epitalon und eine TB500
Kur zusammen macht, naja, da gibt es eigentlich wirklich nichts Besseres. Es wird, glaube ich, keine besseren Medikamente geben, die euch schützen vor dem Herztod bzw. vor Herzproblemen. Also TB500 super gut fürs Herz. Das nochmal am Schluss, was ich fast vergessen hätte. Wie kann ich nur? Wie auch immer. Also bis zum nächsten Mal. Euer Ben Wellen says.